Guten Abend und willkommen zu Blue Velvet von David Lynch. Ein Film, der von der Begierde nach dem anderen, der Begierde nach der dunklen Seite des Mondes handelt, der Begierde nach dem, was hinter dem perfekten weißen Vorstadtzaun auf uns wartet. Das ist ein Film, der mein Leben verändert hat. Mein Leben damals, als ich war Teenager in Kassel, bin dort aufgewachsen in einem von diesen schönen weißen Vorstadthäusern und wusste aber durch den Beruf meines Vaters, dass es dort eine andere Welt gibt hinter diesem Zaun. Nämlich, also mein Vater war Unfallsachverständiger und hat in dem Sinne seinen Beruf immer mit nach Hause gebracht, dass er abends nach Hause kam und meiner Mutter erzählt hat, was er also am Tag erlebt hat. Unter anderem eben, dass er irgendeinem Mann begegnet ist, der eine abgesägte Schrotflinte im Kofferraum hatte oder irgendwelche Versicherungsbetrüger oder schreckliche Unfälle. Und das war halt, ich saß dann als Kind dann immer oben und habe so mitgehört, was die Erwachsenen geredet haben und fand das sehr faszinierend, weil das eben eine Welt war, die in der Welt, in der ich damals lebte, nicht stattgefunden hat. Und es war auch so, also das erste Mal, dass ich Geld verdient habe, da war ich glaube, 6 oder 7 Jahre alt, hat mir mein Vater 5 Mark gegeben, weil er eben, er wollte einen Versicherungsbetrug aufdecken und hat dafür ein Auto abgebrannt, also angezündet und davon Fotos gemacht und das war ungefähr so ein Packen Fotos, die er da von diesem abbrennenden Auto geschossen hatte. Und das Fotolabor hatte die Fotos durcheinander gebracht. Also die waren nicht mehr in chronologischer Reihenfolge. Und mein Vater hat mir 5 Mark dafür gegeben, dass ich diese Fotos wieder in chronologische Reihenfolge bringe. Also ich kann mich noch erinnern, ich saß in meinem Kinderzimmer und der ganze Boden war voll mit Fotos von abbrennenden Autos, die ich versucht habe, eben in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das war eigentlich in dem Sinne mein erstes Storyboard oder das erste Mal, dass ich mich mit der Bewegung und Bildern auseinandergesetzt habe und dafür habe ich 5 Mark bekommen. Also das war so meine Einführung in diese andere Welt, die aber eben die faszinierend war und ich habe ja auch 5 Mark dafür bekommen. Nein, also auf jeden Fall war das eine sehr faszinierende Welt und von der ich wusste, dass sie existiert, die ich aber nicht in dem Sinne nicht erlebte. Und dann kam eben Blue Velvet raus. Ich war viel zu jung, um da reinzugehen. Also habe mich in eine Nachmittagsvorstellung geschlichen, habe noch mich extra geschminkt dafür und bin dann auch reingekommen. Und ja, es war ein unfassliches Erlebnis, weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, da ist jemand, dieser David Lynch, beschreibt genau das, was ich immer empfinde. Also diese Hauptfigur tut genau das, was ich auch gerne tun würde, nämlich den Zaun überschreiten und mir das alles genau angucken. Und es war natürlich wahnsinnig aufregend, weil er sich dabei in extreme Gefahren begibt, um seinem Voyeurismus nachzukommen. Und das hat mich fasziniert, denn das war für mich die Erfahrung, dass das Kino eine existenzielle Wahrheit vermitteln kann. Also dass die Wahrheit, die ich erlebt habe, wurde auf einmal in diesem Kinofilm, in Blue Velvet, dargestellt. Und dass das Kino eben auch eine erhöhte oder überhöhte Realitätsform vermitteln kann. Dadurch habe ich angefangen, mich für Kino zu interessieren. Blue Velvet, unfasslich gut. Viel Spaß.